Ich grüße euch Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Tab Mania hier auf dem Kanal. Ja, kam mal in zwei Tage kein Tab Mania Video und dann haben sich die Leute gleich danach gesehnt. Philipp Messi, ihr wisst Bescheid, seid gegrüßt. Die Jungs haben mich dann gestern gefragt, ob denn da endlich mal wieder ein Video kommt, aber heute ist es soweit Leute, alles gut. Ja, ich musste mit dem Event, mit dem Highflyer Event letztens ein bisschen später anfangen, weil zeitlich halt einfach nicht anders ging. Das Wochenende lag dann doch ein bisschen was an, aber nichtsdestotrotz hat es geklappt, dass wir den 10. Platz wenigstens noch erreicht haben, von daher vollkommen okay. Ich wollte euch auch noch was anderes zeigen, was ich ziemlich geil fand, was passiert ist, und zwar kann ich die gute Alexa Bliss auf 2 Sterne machen. Ich habe dort in so einem kostenlosen, hier, die, wisst ihr, diese kostenlosen Packs, die man da immer so kriegt, habe ich tatsächlich in einem 25 Splitter für die gute drinnen gehabt. Und das ist ja mal mega geil. Deshalb die gute Alexa Bliss jetzt bei mir auch mit 3 Sternen vertreten. Finde ich persönlich wirklich geil. Was hat die jetzt hier? Alexa Bliss Signature Angriffsgeschwindigkeit. Okay, okay, alles klar. Naja, so gut. Auf jeden Fall neuer 3 Sterne. Mal sehen, ob man die dann halt in irgendeiner Variation mal braucht. Guck mal, auf jeden Fall macht sie hier. Kraftschaden macht sie 466. Und was macht Enzo? Schaden? Ja, auf jeden Fall weniger. Deshalb könnte ich eigentlich direkt dann mal hier die gute Alexa Bliss hier wieder reinhauen. Was jetzt auch gar nicht so blöd ist, weil jetzt hier 2 Leute drin sind, die ja die Signature Moves wieder hier hochsetzen können, also zurücksetzen können. Ihr wisst, was ich meine. Ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, jetzt mit der guten Alexa Bliss hier ein bisschen zu tappen, ne? Aber Leute, wir gucken erstmal, was es hier in diesem Event für uns gab, Highflyer, wir sind Rang 10 geworden, wie gesagt, können uns 4 Packs abholen und ich sage mal, manche Leute machen hier 10 Packs auf und kriegen da wirklich nichts Gutes, also das ist wirklich sowas von Glück abhängig, aber wir werden es ganz einfach mal sehen, ich hoffe, ey, so ein 4-Sterner, das, aber Highflyer Pack, vielleicht kommen wir auch mal Haufen Splitter für unseren Kofi Kingston, ach, das ist so viel möglich, Leute, es ist so viel möglich, auf jeden Fall gibt es 100 Gold, oh, das ist schon mal gut. Okay, okay, und los. Nee, weiter. Oh, aber nicht genug. Komm, gib mir was Geiles. Jey Uso. Auf jeden Fall, glaube ich, habe ich Jimmy Uso, habe ich auch schon. Komm, die letzte Karte ist meistens geiler Schlüssel. Die letzte Karte. Und los. Wie geil ist das denn? Alter. Oh mein Gott. Shawn Michaels. Alter. Gestern schreibe ich mir noch in die Kommentare mit dem Messi. Eine Legende würde ich gern als 4 Sterne haben. Sowas wie Sean und Brad Messi, du weißt Bescheid, haben wir uns geschrieben. Und was jetzt? Jetzt kriege ich hier erster 4 Sterne. Wie geil ist das denn, Leute? Oh. Oh mein Gott. So, jetzt guck mal hier mal. Hau ich, wen hau ich noch raus? Wen hau ich raus? Also Seth Rollins auf keinen Fall. Seth Rollins auf keinen Fall. Hier. Kofi. Alter, Leute, der erste. Erster 4 Sterner und dann auch noch Shawn Michaels. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was hat denn der hier? Highflyer Signature Shasha. Ich bin total fertig. Shawn Michaels Schaden. Highflyer kritisch. Und alle kritisch Schaden. Das ist natürlich alles nicht so scheiße. Wisst ihr, was wir da jetzt nämlich machen? Wir gehen jetzt ab. Stimme weg. Alles gut, Leute, sowas kann passieren. Ich wollte sagen, wir gehen jetzt ab mit Prestige. Aber wartet mal.
Halt, Stopp, Bundeswehr. Wir werden... Es ist doch ein neues Event, oder? Verbleibende Zeit zum Beitritt. Ach, ich hänge ja einfach ein bisschen hinterher, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Dann treten wir jetzt dem Event bei, haben auf jeden Fall ein paar Vorteilspunkte wieder am Start, die ich konsequent alle in Shawn Michaels jetzt reinbuttern werde. Alter, ein 4 Sterne. Und Leute, ich sag's euch, wie es ist, ich habe hier kein Geld reingebuttert. Das Problem ist natürlich, ich würde ja jetzt hier gerne mit euch hier Werbung angucken, aber das wird wieder nicht funktionieren, weil das, wie gesagt, das funktioniert halt nicht. Wenn man aufnimmt, also das ist wirklich totale Pisse, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ein 4-Sterner, Leute. Jetzt haben wir hier natürlich diesen Boost nicht aktiv, das ist natürlich alles ärgerlich, aber das ist auch egal. Ich wollte jetzt auch kein Grinding-Video mit euch machen, sondern einfach nur Update, was eigentlich so los ist. Ach, bevor wir, ich wollte mal was anderes gucken, ob ich hier Jay und Jimmy Uso, ja, hab ich beide. Gucke an. So, jetzt wird erstmal Shawn Michaels vollgeklatscht. Shawn, ey, 4 Sterne. Ein 4 Sterne. Was hat denn der eigentlich für ein Signature? Also einfach kritisch. Okay, okay, okay. So, der kriegt auf jeden Fall erstmal hier Shawn Michaels Schaden, kriegt er hier schön hochgepusht. Es sind ja, seit dem letzten Update sind ja die Upgrades durch die Vorteilspunkte ein bisschen günstiger geworden. Also was heißt ein bisschen, ganz schön günstiger, um ehrlich zu sein. So, Highflyer Signature Schaden, was haben wir hier noch gehabt? Alle kritischer Schaden. Ich mache auf jeden Fall mal auf den Signature, werden wir mal ein bisschen was noch reinbuttern. Da sollte eigentlich nur bis 20 gehen, aber ist egal. Dann machen wir hier mal alle kritisch. Ist vollkommen egal, dafür war es da. Den Rest machen wir mal hier rein. Und dann haben wir unseren guten Shawn Michaels hochgepusht. Ey, Alter, es ist so geil. Es ist so geil, Leute. Hier guckt es euch nochmal an. Unser neues Deck mit Shawn Michaels. Ey, in der einen Ausgabe jetzt sind den 3-Sterner Alexa Bliss geupgradet und Shawn Michaels. Geil. Geil, Leute. Das soll es gewesen sein, Leute. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin mega happy. Hoffe, dass ich mit dem Shawn Michaels jetzt in dem Event einfach noch ein bisschen was reißen kann jetzt. Und bin einfach überglücklich. Erster 4-Sterner, das, was ich die ganze Zeit wollte. Und würde sagen... Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt die schönen Tage. Das Wetter ist ja ganz in Ordnung. Und würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe, Leute. Ich bin happy. Ich hoffe, ihr auch. Keep on tapping, keep on wrestling. Haut rein, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.